Keine leichte Aufgabe für den SVS gegen Ingolstadt 2, aber klar, Auftrieb sollte man doch bekommen haben nach dem Auswärtspunkt in Unterhaching. Wir gehen schnell rein in die Partie. Die erste Szene gehörte den Schanzer nach 16 Minuten. Der Ball raus auf links, scharf rein. Dieser Ball in den 16er abgelegt und dann ist Nico Rinderknecht da. 0:1 brachte Ingolstadt hier in Führung. Sensationell nimmt er den oben rechts, aber auch gar keine Chance für Patrick Bogner. Doch die Führung hielt nur 3 Minuten an. Auch der SVS war im Spiel, kamen mit Tempo über die linke Seite und einem Solo von Patrick Hopsch. Und am Ende mit diesem Abschluss, der reicht aus, 1:1 die Gastgeber zurück. Hopsch mit letzter Kraft, der Ausgleich nach 25 Minuten, dann sogar fast die Führung. Schauen Sie mal auf Buntic im Kasten, welch ein Fehler. Und dann Fabian Klose mit links, sieht das leere Tor, aber kann ihn nicht unterbringen. Dicke Möglichkeit, das Spiel zu drehen. Zur Pause 1:1, die Anhänger hofften auf mehr. Zweiter Durchgang. Ingolstadt begann mal wieder einen Tick wacher. 47. Minute, wieder kommt der Ball zu Nico Rinderknecht. 1:2, erneute Führung der Schanzer. Doppelpack von Rinderknecht und Bogner. Ja, den kann man an guten Tagen schon mal halten. Aber Parallele zu Durchgang 1, der SVS nicht klein zu kriegen. Seligenporten kam wieder über links. Der Ball im 16er Abschluss. Buntic pariert nochmal und aus dem Rückraum Lino de Adamo. 2:2. Der ehemalige Fürther völlig freigelassen an der Strafraumkante. Sagt danke. In der Schlussphase musste der SVS dann kämpfen. Ingolstadt hatte nochmal über Wasser. Kam mit Sammy Amari und diesem Lupfer. 83. Minute. Er hatte den Sieg nochmal auf dem Fuß. Und auch in der Nachspielzeit gab es nochmal was. 92. Ingolstadt, Eckball und dann Thomas Kurz an den Außenpfosten. Es blieb beim Remis. Am Ende eine gerechte Punkteteilung zwischen Seligenporten und Ingolstadt.